Heute habe ich Post erhalten. Diesen Brief, und zwar von wem? Von dem Deutschen Patent- und Markenamt. Und vor 2 Monaten habe ich die Eintragung der Wortbildmarke Ersan Baru Consult angestoßen. Hier oben siehst du die. Und heute kommt die Post und da bist du jetzt live dabei, wie ich das öffne. Was da dann Schönes da drin steht. Und da schaue ich gleich hier. Ein Brief mit einem Papp verstärkt. Geht so gar nicht richtig raus. Hier hinten der Papp. Dann gibt es, sehr geehrte Damen und Herren, Anliegen, übersende ich Ihnen den Registerauszug und Markenurkunde zu der angegebenen Marke. Qualitätsverluste können bei Farburkunden, insbesondere aufgrund der Massendruckverfahren, nicht ausgeschlossen werden. Eine korrigierte Urkunde kann nur in Ausnahmefällen erstellt werden, wenn sich durch Fehler beim Druck der kennzeichnenden Charakter der Marke verändert hat. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. Unterschrieben von Gretscher, Regierungsoberamtsrätin, Sitz in München. Das ist das Brief. Und das ist sehr, sehr spannend. Dann gibt es die Bescheinigung über die in das Register eingetragenen Angaben. Hier, das ist das Logo. Und ja, hier haben wir sie. Die Urkunde über die Eintragung der Marke. Das ist die Nummer 302022 und eine ganz lange Nummer. Inhaberin Ersan Baru Consult. Ja, Tag der Anmeldung war vor 2 Monaten. Also von daher unterschrieben auch von der Präsidentin des Deutschen Marken- und Patentamtes, das ist Frau Rudloff Schäfer. Vielen Dank, Frau Rudloff Schäfer, an der Stelle, wenn Sie zuschauen sollten. 2 Monate lang hat es gedauert, bis die Wortbildmarke eingetragen ist. Nun sind wir eingetragene Marke und ja, ein großer Schritt, Bundesrepublik Deutschland, hier gültig in Deutschland. Ein großer Schritt für uns und ja, vielen Dank an das deutsche Patent- und Markenamt. Und das, so seht ihr, wie das vorgehen kann. Du musst anfangen. 2 Monate später kommt hier diese Urkunde und ja, jetzt sind wir eingetragen. Die Eintragung der Marke ist ja nur ein Teil von ganz vielen Teilen, wie du weißt. Und wenn auch du den mehr erfahren möchtest, wie man vorgeht bei der Eintragung einer Marke, wie wir vorgegangen sind. Und wenn du mehr erfahren möchtest, wie du dein eigenes Business aufbauen kannst zwischen Peru und Deutschland, in Peru und in Deutschland und damit Einkommen schaffst und damit natürlich auch Peru hilfst, den Exporteuren ihre Produkte zu verkaufen. Das schafft auch wieder Einkommen dort und hilft letztendlich, das Land voranzubringen. Das ist unser Auftrag von Ersan Baru Consult, die Brücke zwischen Peru und Deutschland. Schön, dass du zugeschaut hast.